Hallo zusammen. Wo ist Tyler Banks? Die Mitglieder der Porterhouse Six Gang folgen den spärlichen Hinweisen, die bei der Entführung ihres Bosses verblieben sind, während Pasta Gunn, Tylers rechte Hand, versucht, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Zeit drängt, denn aus New York hat sich Besuch angekündigt und das Verschwinden von Banks dürfte diesem nicht zusagen. Wir spielen im Frühjahr 1929 und recht nervös blättert der Jurist Francesco in den Seiten der Chicago Tribunes, während Falcone nicht minder unruhig mit seinen Wurfmessern spielt und fasziniert von Jacopo dabei beobachtet wird. Francesco, das ist Thomas. Hallo. Falcone, das ist Dominik. Hallo. Und Jacopo ist Tomasz. Servus. Wie sieht's aus? Also, wir waren im Auto, oder? Ja, ihr seid im Auto unterwegs gewesen, habt Jacopo bei der Chicago Tribune wieder eingesammelt. Aber wir springen jetzt einfach einen Tag, es ist also jetzt der nächste Morgen. Daher auch der Hinweis, dass Francesco jetzt irgendwie die Zeitung durchblättert. Genau, ob wir da irgendwie auftauchen oder irgendwas über Tyler Banks auftaucht und dessen Verschwinden. Es steht nichts drin. Okay. Ich sag, wir sollen nochmal zu diesen verkackten Chinesen gehen. Ja. Und die aufmischen. Erster Teil ja. Zweiter Teil würde ich vorziehen, wenn wir Mr. Wong nach der Schrift befragen, auf dem Zettel, ob er weiß, von wem der Zettel stammen könnte. Das kann er nicht mehr, wenn er eine MG-Salve im Körper hat. Das war überhaupt nicht der Vorschlag. Aufmischen, hast du gesagt. Naja. Also ich kann ihm gerne ein paar verpassen. Vielleicht mal mit dem LKW vorbeifahren und ihn nett nach Hause zu uns einladen. Das war mit Aufmischen. Okay. Ach, du weißt halt... Ach, einfach mal... Fertig machen. Wir haben nichts. Ja, wir haben den Zettel und wir haben die Möglichkeit, dass Mr. Wong weiß, von wem er sein könnte. Wahrscheinlich eine falsche Fährte, dein Zettel. Ja, dann kann er das ja vielleicht auch bestätigen, wenn ihr ihn befragt. Also, holt ihn. Ist der Zettel eigentlich handgeschrieben oder ist der gedruckt? Wahrscheinlich handgeschrieben. Ne? Computerausdruck. Hm. Na, Schreibmaschine gibt's ja. oder als Zeitschriften zusammenge... Nein, es ist handgeschrieben. Okay. Ist die Schrift irgendwie besonders markant? Nein, die war stinknormal, 0815. Nicht irgendwie besonders schnörkselig oder irgendwie die S mit einem merkwürdigen Winkel oder... Nein, sie ist, sag ich mal, das Gegenteil von krakelig. Sie ist sauber, ordentlich. Das ist also von so ein bisschen Menschenkenntnis, könnte man vielleicht erkennen. Die Schrift hat, oder das hat jemand geschrieben, der häufiger schreibt, der schön schreiben kann. Hat ja auch gesagt, so die Orthographie und so weiter, ist alles sauber gewesen. Männliche oder weibliche Handschrift? Ah, eher männlich. Also ist nicht verspielt. Also jemand, der häufig schreibt. Weißt du, wie diese Schlitzauge wohnt? Wohnt er über seiner Wäscherei? Durchaus anzunehmen, ja. Wann macht die Wäscherei auf? Schon sehr früh in der Nacht, weil die ja schon sehr früh am Morgen Sachen aus den Hotels abholen oder dahin bringen. Das ist halt die Frage, wollen wir ihn nachts holen, also beziehungsweise abends, wenn er dann vielleicht schon schläft, oder wollen wir ihn aus dem laufenden Geschäft holen, was irgendwie mit 6-7 Mitarbeitern verbunden sein könnte, wie wir festgestellt haben. Ja, denn wir haben auch 6-7 Mitarbeiter. Während ihr noch diskutiert, wird auf der Gegenseite der Halle das Tor aufgestoßen und Pasta Gunn erscheint, hält die Tür auf für einen etwa in den 50ern seienden Mann. Gut gekleidet, mit Hut, geht mit deutlichen Schritten, bisschen Autorität ausstrahlend in die Halle rein, trägt einen kleinen Koffer bei sich. Oh oh, der Besucher aus New York. Meinst du? Oder? Ich weiß nicht, wer könnte sonst kommen und Autorität ausstrahlen? Pasta Gunn hofiert ihn so ein bisschen. Ihr seid ja so nicht gewohnt von Pasta Gunn. Mhm. Also auch nicht bei Tyler macht er sowas. Sonst könnte es ja Tyler sein nach einer Gesichtsoperation oder so. Bin mir nicht sicher, ob die Gesichtschirurgie damals schon so weit war. Wer weiß. Ich versuche mal mit dem Hintergrund zu verschmelzen, also mich unauffällig zu verhalten. Gelingt dir aber nicht wirklich, weil Pasta Gunn auch schon sehr zielstrebig auf euch zukommt. Na, danke. Den anderen Mann im Schlepptau und... Also ich lasse meinen Blick eher über den Boden schweifen, so versuch Pasta Gunn nicht ins Gesicht zu blicken, als er auf uns zukommt. Ich pack mal die Messer weg. und Jimmy, das ist Francesco. Francesco, das ist Jimmy Delane aus New York. Freut mich, Sie kennenzulernen, Jimmy. Ja, Francesco, Freude ist ganz meinerseits. Wie läuft's? Ach, ganz gut. Und das ist Falcone. Jimmy Delane hier. Ich stehe auf, ziehe meinen Hut und gebe ihm freundlich die Hand. Mr. Delane? Ich habe schon einiges über Sie gehört hier. Man spricht viel über Ihre Fähigkeiten. Vielleicht sollten wir in New York mal was arrangieren. Zu freundlich, Mister. So, wo ist denn jetzt der gute Tyler? Spricht er und wendet sich da an Luigi.
Dreht er sich dazu von uns weg? Ja, ja, also dreht sich so um 90 Grad zur Seite Richtung Quastagan. Also wenn er mir dann den Rücken zudrehen würde, würde ich so als Geste machen von wegen Schulterzucken, keine Ahnung, dass wir es immer noch nicht wissen. Ich meine, im Grunde weiß Quastagan das, weil wir ihm sonst Bescheid gegeben hätten, aber sicher ist sicher. Quastagan schaut auch so ein bisschen hilfesuchend von einem zum anderen im Sinne von, gebt mir was, habt ihr was? Mir fällt noch keine Ausrede ein. Der ist, der hat ein bisschen viel gefeiert die letzten Tage. Ja, und ist mit den Mädeln weg. Wie hieß sie doch gleich? Rosie, oder? Nicht wahr? Ja, Jungs, vielleicht schaut er bei der einfach mal nach. Vielleicht ist er da irgendwie wie abgesoffen. Bringt ihn einfach hierher. Das ist ja unmöglich, was Tyler im Augenblick da macht, Jimmy hier so warten zu lassen. Lass uns losfahren, Leute. Ich hätte da vielleicht auch einen Vorschlag. Ihr könntet den netten Herrn die Neubauerei zeigen. Der Stoff dort ist exzellent. Das würde die Wartezeit etwas versüßen. Falcone, das ist eine wirklich ausgezeichnete Idee. Ja, wenn ihr meint, sagt Jimmy, ich habe eigentlich nicht so viel Zeit hier und würde schon ganz gerne meinen Terminplan hier einhalten. Naja, wie auch immer. Also ich denke, das kriegen wir irgendwie unter. Aber wie sieht's eigentlich aus heute Abend? Ich denke, wir sollten da mal ein Arbeitsessen machen. Kennt ihr ein gutes Lokal? Seid ihr dabei? Aber gerne. Das Lokal, das, wo wir schon die andere verabreden. Genau. Da, Maria. Oder hast du es jetzt wirklich gekauft? Ja, ich hab's übernommen. Nun denn, heute Abend um 6 bei der Maria. Ich freue mich schon. Vielen Dank. Schüttelt nochmal die Hände und wendet sich dann ab. Passt da gern, eilt also mit ihm dann los und sagt, zur Brauerei, genau, ja. Wir stehen bis zum Hals in der Scheiße. Ja, wenn alles schief läuft und wir Tyler nicht finden, müssen wir ihn umbringen und lassen den Chinesen in die Schuhe ziehen. Wir müssen sofort los. Okay. Sehe ich hier unsere zwei Standard-Pub-Kameraden, Leonardo und Daniele? Die nicht mehr die dümmsten in der Gruppe sind. Was sagst du? Sehe ich sie oder sehe ich sie? Ja, ja, doch, doch. Die sind da beschäftigt mit... Jetzt nicht mehr. Die genau, mit. Jetzt nicht mehr. Einmal gepfiffen. Falcone und Francesco, gib mir mal eine Probe auf der Intelligenz. Die werden gar nicht mehr gefragt. Intelligenz. Oh, ja. War zu erwarten, dass ich das nicht schaffe. Bei mir war es besser. Francesco, wer war dieser Herr da in dem netten, schönen Anzug? Weißt du das? Das war einer von den Kollegen aus New York. Ach so. Okay, haben da alles solche Anzüge? Die machen dort noch etwas bessere Geschäfte. Ich glaube, da muss ich auch mal hin. Ja, also das wäre schon was. Dann hätten wir das geschafft. Vielleicht wollen wir Tyler finden. Kommen die zwei Pappnern jetzt mal angetanzt oder soll ich nochmal pfeifen? Nein, die haben ihre Köfferchen gepackt und stehen da. Wo geht's hin? Nochmal zur Wäscherei. Wir haben da ein paar Fragen. Wir haben echt ein Problem. Das und auch. Verdammten Zeitdruck. Glaubt ihr eigentlich, es könnte diesmal gefährlicher werden? Sollte ich vielleicht eine Waffe bekommen oder so? Ich meine, ich kann zwar mit meinem Schlagring was ausrichten, aber wenn die zu schießen beginnen... Ja, haben wir irgendwo Reservewaffen? Was braucht ihr? Was kann man so einem Burschen geben? Revolver. Das ist das geringste Problem. Denke ich doch. Wo ich eben schon die Frau dazu erfand. Wir hätten schon beim ersten Mal da richtig drauftauchen müssen, aber jetzt müssen wir da richtig aufräumen, diesen dämlichen Wäscheladen. Ja. Und holen diesmal keine Hemden ab. Nee, die sind ja auch... Ich habe nichts mehr abgegeben seit gestern. Aber um nochmal auf die Frau zurückzukommen, die ich eben dazu erfunden hatte. Das war ja nur halb erfunden, weil er war ja tatsächlich mit einer Frau verschwunden. Aber zu der haben wir ja keine Spur, oder? Nee, wir haben gar nichts. Wer war denn alles auf der Party dabei? War auch keine Chinesin, nicht wahr? Das können wir auch überlegen, wenn wir im Auto sind. Wir haben keine Zeit. Ja, ja, klar. Lass uns aufbrechen, aber man kann die Fahrt ja nutzen. Ihr springt ins Auto. Wie wollen wir es machen? Also das Stürmen der Wäscherei. Ja, eine wartet im Hinterausgang. Ja, nur wenn er eine qualmt anscheinend. Okay, wir steigen ins Auto, fahren los, parken unweit der Wäscherei, aber nicht direkt davor, würde ich sagen. Will keine Kugeln ins Blech. Wie spät ist es? Morgens, ja? Vormittag, ja. Ah. Oh Mann. Ja, irgendwie soll sich Leonardo irgendwie hier in die Gasse stellen und wir gehen dann vorne rein. In die Gasse? Ja, damit falls jemand hinten rauskommt. Ja. Dann soll ihn ja nicht... Ja, aber vielleicht irgendwie hier an die Ecke, dann kann er mit seiner Tommy Gun da irgendwie die ganze Gasse behaken, ohne selber keine Ausweichmöglichkeit und Deckung zu haben. Von mir ist auch das. Aber ist noch irgendjemand was zu der Frau eingefallen unterwegs? Hast du sie auf der Party gesehen, Falcone? Können wir das so machen, dass wir das Auto hier parken, den Ausgang versperren und dann lassen wir einfach Daniela drin sitzen? Dann fällt doch nicht so auf. Wenn er im Auto sitzt mit einem MG und den Ausgang versperrt? Kann er noch tun.
Hat er sogar noch einen Aufleger für seine Knarre? Ja, genau. Mein Auto wird dann durchlöchert. Wie scheitert dein Auto? Lässt sich hier irgendwo was anderes finden, was man kurzerhand mal da vorstellen kann? Wir nehmen sein Auto. Ein anderes Auto? Es hat er verdient, dass sein Auto in Gefahr gebracht wird. Und wir gehen denn vorne rein? Steht hier noch ein anderes Auto, was man kurz schießen und da hinschieben könnte? Du bist sehr opferbereit, wenn es um den Boss geht. Ich merke schon. Hemden, es gibt mein Auto und es gibt den Boss. Da muss man etwas länger überlegen. Also ich will ja nur erstmal die Alternativen checken. Vielleicht gibt es ja was, was wir entbehren können. Also auf der Straße sind noch einige weitere Autos. Ich sag ja, das ist eine geschäftige Straße mit vielen Läden. Wir parken jetzt einfach dein Auto da. Einigen Passanten. Passanten, das ist immer schlecht bei einer Schießerei. Deswegen ist es sehr auffällig, wenn wir jetzt ein Auto knacken. Mir ist scheißegal, was mit deinem Auto passiert. Na gut, hole ich mir danach ein neues. Schien ja genug rum. 2-3 alte Omas ausnehmen mit ihren komischen Fellen, das wirst du wohl noch hinkriegen. Gut, also lasst uns reingehen, oder? Wir gehen jetzt rein. Daniele, lass da keinen durch. Ja klar, Boss. Okay, wir warten, denke ich, gar nicht erst groß, bis Mrs. Wong durch die Tür nach vorne kommt. Falls die Tür auf und dem erstmöglichen ins Maul hauen. Genau. Okay, ich stoße die Tür auf. Im vorderen Bereich der Wäscherei, da steht tatsächlich Mrs. Wong wieder hinterm Tresen, packt gerade irgendwelche Wäschesachen ein und ein weiterer Kunde steht da, offensichtlich derjenige, für den sie die Sachen zusammenpackt. Ich gehe da mal hinter den Tresen, so also einmal so rum. Verzeihung, Mrs. Wong, aber wir haben eine Beschwerde vorzubringen. Was machen die da? Bis zur Tür weiter. Das dürften sie nicht! Ist denn der Kunde? Kann ich den K.O. haben? Kunden müssen draußen bleiben. Ich gehe einfach ohne sie zu beachten an ihr vorbei und folge Francesco. Nee, ich sag dem Kunden, sie sollten jetzt gehen. Die Wäscherei ist geschlossen. Ja genau, das macht der Letzte, der reinkommt, dreht quasi das Türschild von Open up Close. Er macht einen Schritt rückwärts und dann seitlich und ich komm später wieder und flüchte zur Tür raus. Damit steht ihr dann zu viert. Ja, wie gesagt. Zielstrebig auf die Tür hinterm Tresen zu. Weißt schon da, wo der Dampf vom Schogoten rauskam? Zack. Jakobo. Ja? Kümmern dich um die werte Frau. Okay. Die protestiert schwer. Was machen die da? Wir haben ein Gespräch mit Mr. Wong. Beruhigen Sie sich. Also ich nehme sie und drück sie irgendwie so ein bisschen ins Eck. Beruhigen Sie sich, Mrs. Wong. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Wahrscheinlich. Was fällt Ihnen ein? Lassen Sie Ile finden von mir. Ja, so weit sollst du nicht gehen. Alles anständig, ja? Die Hände sind oben. Okay. Die Tür lässt sich öffnen, oder? Müsste das nicht eigentlich Wäschelei Wong heißen? Francesco, wo ist dein Büro? Ja, wir gehen einfach durch die Tür und gucken. Geht hinterher. Ihr geht durch die Tür, dann habt ihr zur Linken ist ein Treppenaufgang nach oben. Da wohnen die dann vielleicht? Gegenüber ist eine geschlossene Tür und nach geradeaus weiter ist ein großer Durchgang. Ja, da kommt der ganze Dampf her. Okay, ich ziehe schon mal mit der rechten meine Waffe und öffne die geschlossene Tür hier. Zur rechten. Ist der Dampf so schlimm, dass man nichts sehen kann? Der ist schon recht dicht, sonst wird er nicht bis nach vorne durchdringen. Also du kannst die gegenüberliegende Wand nicht wirklich erkennen. Ist der Raum leer? Ja, in dem kleinen Raum findest du einen Schreibtisch, Stuhl dahinter, ein paar Regale an den Wänden mit irgendwelchen Akten und auf dem Stuhl sitzt der alte Chinese mit dem Spitzbärtchen, einem kleinen Hut, bekannt als Mr. Wong. Dann sind wir schon am richtigen Ort. Sag mal B-Hörnchen hinten, dass er den Eingang zur Wäscherei da hinten mit seiner Tommy Gun sichert, während wir uns Mr. Wong vornehmen. Ja, ich schnipp's einmal mit den Händen und zeig dahin. Jacopo? Ich bleib derweil bei Mrs. Wong stehen, oder? Ja. Du kannst sie ruhig mit herbringen. Okay, ja, dann... Falls wir ein Druckmittel brauchen und dann lernst du mal, wie sowas geht. Gut, ja, dann packe ich sie unsanft am Arm und zehr sie euch hinten nach ins Büro rein. Ich denke nicht, dass sie genug Gegenwehr leistet, um das zu behindern. Sehe ich die Arbeiter? Ja, wenn du hinten in die Wäscherei reinschaust, dann siehst du schon, dass da ab und an mal jemand vorbei huscht. Der Durchgang zu den eigentlichen Wäscheräumen, da ist keine Tür, die man zumachen könnte oder die so. Die ist offen, genau, die steht komplett offen. Okay. Und es wird auch nur eine Frage der Zeit sein, bis irgendjemand euch da entdeckt. Weil es wäre vielleicht eine gute Idee, eben die Tür zuzumachen, damit die... Da ist keine Tür, es ist einfach nur ein Durchgang. Zieht euch mal ein paar Schritte zurück, ihr müsst ja nicht so weit vorne stehen. Ich gehe einfach ins Büro rein, da. Ja, du schon, aber auch unser Schütze, Herr Daniele. Oder welcher ist es? Leonardo. Leonardo. Der soll da nicht so in dem Durchgang stehen, wo ihn jeder aus der Wäsche sehen kann, sondern etwa da, wo Falcone jetzt steht. Nachdem ich deutlich mehr Angst vor der Mafia aus New York habe als vor Mr. Wong, auch wenn das irgendwie eine Haaresbreite vielleicht nur ist, werde ich etwas vorschauen mit dem Verhör als beim letzten Mal. Mr. Wong, wer hat Ihren LKW geliehen? Das, was weiß ich?
Kommen Sie, Mr. Wong. Den wird sich noch nicht erst der Erstbeste hier von der Straße aus sein und dann wieder zurückbringen. Das ist doch völlig unglaubwürdig. Meint zumindest Falcone da hinten. Hier, wer hat den Zettel geschrieben? Die Schrift kennen Sie doch, oder? Nicht meine Schrift. Nein, das ist mir klar, der ist an Sie adressiert. Aber von wem ist er? Ich weiß nicht. Das sollten Sie aber wissen, sonst wird mein junger Freund hier, Mrs. Wong, die Finger brechen. Ich habe nichts damit zu tun, ich nicht wissen, wo Auto gewesen. Das glaube ich Ihnen nicht mehr. Verlassen Sie mein Geschäft, verlassen Sie meine Wäschelei. Soll ich, Francesco? Entweder beschleunigen wir das Verhör jetzt hier, oder wir nehmen ihn mit. Falcone? Ich komme wortlos rein. Du bist der jemanden ausmachen kann, oder? Mitnehmen oder hier verhören? Geh auf Mr. Wong zu und hau ihm erstmal im Bauch. Uff! So kennen wir Falcone und lieben ihn. Rede, du hässlicher fetter Sack. Oder du bist bald Witwer. Ah, wir machen anscheinend hier weiter. Seine Frau schlägt sich zu ihm und... Was erlauben die sich? Alte Mann schlagen? Will nichts getan. Wer hat den LKW genommen? Von wem ist dieser Zettel? Reden Sie endlich. Will nicht wissen. Wem wollen Sie das erzählen? Will wirklich nicht wissen. Jacopo, ich glaube, es ist soweit. Du kannst mit der linken Hand anfangen. Ich packe ihre linke Hand, nehme ihren Ringfinger und mit einer schwungvollen Bewegung breche ich ihn am Gelenk. Sie schreit laut und vernehmlich auf. Wir machen wieder alles verkehrt, oder? Ja, weil nämlich im nächsten Moment ungefähr 20 Chinesen da reinstürmen und uns bedrohen werden, ne? Aber Leonardo wird sie alle erschießen und dabei war der da, der den LKW wirklich verliehen hat. Ich blätter mal, während das Verhör weiterläuft, ein bisschen in den Unterlagen. Letzte Chance. 2. Okay. 1. Lass kommen. Also der Schrei hat, wie ihr schon vermutet habt, natürlich einige von den Arbeitern aufgeschreckt. So eine Wäscherei ist aber immer recht laut. Ja, aber so ein spitzer, lauter Schrei. Zumindest 2 haben es gehört. Und ihr hört also aus dem Flur, wie Leonardo ruft, Bleibt zurück! Bleibt, wo ihr seid! Geh mal wieder raus. Wie ist da die Lage? Du siehst, wie Leonardo seine Tommy-Gun schwenkt und 2 jüngere Chinesen halt im Eingangsbereich da von der Wäscherei stehen. Also aus der Wäscherei selber in den Flur drängen. Haben die Waffen? Nein, sie haben keine Waffen. Die machen den klassischen Fehler, die Chinesen. Die bringen keine Waffe zu einer Schießerei mit. Bringen die netten Herren mal alle in den Hof. Sagst du, Leonardo? Ja, ich gehe auch mit dem Messer mit. Kann ich mir einen schnappen, ein Messer in die Kehle halten? Das ist wirklich klug, da wirklich nah ranzugehen. Vielleicht sollte es besser, die auf Distanz zu halten. Du bist nicht da. Oder bist du auch rausgekommen? Nein. Also, Falcone möchte das machen, das heißt, er dürfte einmal Nahkampfhandgemenge geben. In der Theorie sollte das überhaupt kein Problem sein. Naja, bitte. Ja gut, du schnappst dir also den Erstbesten und hältst ihm ein Messer an die Kehle. Ja, ich hoffe, die anderen sehen das. Wenn sich jeder ruhig verhält, wird niemandem was passieren. Diese Aktion ist auch mindestens jetzt laut genug, dass sich die gesamte Belegschaft für euch interessiert. Ich hatte ja kurz mal in den dort rumliegenden Unterlagen wühlen wollen, weil ich gerne mal Schrift von Mr. Wong gerne sehen würde. Mhm. Kriegen wir die alle irgendwie unter Kontrolle, dass die mitgehen oder so? Ja, im Augenblick habt ihr noch die Oberhand. Naja, wie gesagt, ich will die alle versammeln, alle in einen Ort, damit die keine Faxen machen. Ihr wolltet sie ja nach draußen geleiten. Ja. So, und auf dem Weg befinden die sich jetzt gerade auch, inklusive Leonardo und deiner einer. Nicht einkreisen lassen. Die Schrift von Mr. Wong. Es gibt natürlich jede Menge Notizen und Buchhaltungskram von Mr. Wong. Alles in feinsäuberlichen Mandarinen. Richtig. Es ist alles in schönen kalligraphischen Zeichen. Ja, er muss doch auch mal Notizen irgendwie für seine Kunden schreiben oder sowas, oder nicht? Steuererklärung, was weiß ich, Bestellung für Waschmittel, ist sie auch auf Chinesisch? Also du willst jetzt alle Akten und was weiß ich da ist, irgendwie so durchwühlen, ne? Nicht alle, ich hoffe irgendwie in einigen Augenblicken mal grob irgendwie zu scannen, ob ich irgendwo was in lateinischer Schrift finde. Ich glaube ja kaum, dass ich aus dem Mandarin auch die lateinische Schrift auf den Zettel schreibe. Du findest einige Rechnungen in lateinischer Schrift, die sind aber vorwiegend an Mr. Wong adressiert. Irgendwelche Waschpulver. Nachher war es ein Waschpulverlieferant. Nach einigem Suchen findest du auch tatsächlich irgendwas, was aussieht, als hätte es von Mr. Wong sein können, weil es auch mit dem kleinen Pinsel geschrieben ist. Hat das irgendwie Ähnlichkeit mit der Handschrift auf dem Zettel? Nicht ansatzweise. Es ist ziemlich krackelig. Ja, weil das nicht gewohnt ist. Also so sauber und so schön dir die kalligraphischen chinesischen Schriftzeichen da vorkommen, die du auf den anderen Notizen überall findest, so kindlich krackelig ist die Handschrift auf den anderen Schreiben. Okay. Also von Mr. Wong selbst ist es nicht.
Können natürlich immer noch seine Angestellten irgendwie beteiligt sein. Kriegen wir diese Angestellten unter Kontrolle? Alle in einer Ecke. Ihr habt sie ja alle irgendwie rausgetrieben, ne? So. Naja, die sollen sich alle irgendwie hier in der Ecke aufbehalten. Soll ja mal Leonardo aufpassen. Alleine. Ja, ich sag eben, wenn sie einen kleinsten Mucks machen, erschießt sie. Du könntest vielleicht doch Daniele holen? Jetzt wäre das möglich, ja, stimmt. Ist eine gute Idee. Habe ich ja schon überlegt. Also die vier Angestellten der Wäscherei sind draußen im Hof. Da steht ja auch nur der Wäschereilaster noch rum. Mit vielen wird er mit einer Tommy ganz fertig. Ja, aber es ist sinnlos, den armen Daniele da hinten so rumstehen zu lassen. Wir hören ja noch keine Schüsse aus der Richtung, dass vielleicht schnell welche abgehauen waren oder so, nicht wahr? Das hättest du sicherlich erwähnt. Das hätte er sicherlich gehört, ja. Wie gut verkraftet Mrs. Wong eigentlich ihren gebrochenen Finger? Sie sitzt heulend, schluchzend in einer Ecke, hält sich die Hand und wird von Mr. Wong, so gut ihr denken kann, noch im Arm gehalten. Immerhin ist sie nicht hysterisch. Francesco, gib mir nochmal einen auf Intelligenz. Oh je, du verlangst immer so schwierige Sachen. Mhm. Ich überlege gerade, nämlich nach oben zu gehen und zu gucken, ob dort vielleicht... Also auf jeden Fall waren es letztes Mal mehr Leute. Das ist schon mal klar, aber da war auch eine andere Tageszeit. Wie sah es denn aus? Okay, du bist unter Stress, von daher ein Fehlschlag. Zwei Möglichkeiten noch, die wir ausschöpfen können. Wir können die Angestellten befragen, ob die vielleicht was damit zu tun haben. Und wir können das Obergeschoss durchsuchen. Wie ist es so mit Kellern hier in der Gegend? Ist nicht ausgeschlossen, dass es auch Keller gibt. Okay, danach könnte man gucken. Man könnte die Wäschebottiche angucken. Ich bin schon bei mehr als zwei Möglichkeiten, aber... Ich trete mir hier in die Gasse und fall mal dann hier da rein. Und natürlich nach oben, ja. Wirst du mit den beiden fertig, Jacopo? Ich denke schon. Okay, lass dich auf nichts ein. Beim kleinsten Risiko mach sie kalt. Okay. Daniele, pass mal hiermit auf. Sie. Und ich geh wieder rein. Also ich stelle mich dann da einfach so quasi in die Tür, dass sie nicht raus können. Zieh meine Waffe. Ziel nicht auf sie, aber ich will, dass sie meine Waffe sehen. Mhm. Und Francesco geht die Treppe rauf. Ich drehe mich nochmal kurz um. Sehe, dass er nicht auf sie zielt. Sagte ich nicht gerade kein Risiko? Okay, dann ziele ich halt auf sie. Ach, sagte ich nicht schon mal irgendwann letztens, nicht den Boss raushängen lassen zu können? Falcone, du stapfst durch den Nebel. Ja, ich hoffe mal, da ist niemand mehr. Du kannst ja die Wäscherei einmal ablaufen, an den Bottichen vorbei und dann... Verborgenes erkennen, oder? Ja, denn wie gesagt, ich habe mein Messer noch in der Hand. Ich mach das mal. Mir wird dann ungefähr 1-2 Minuten, nachdem Francesco weg ist, die Hand schwer und ich lasse die Waffe wieder sinken. Hab sie aber immer noch sichtbar und ich denke mal auch, dass ich so viel Distanz zwischen mir und ihnen habe, dass... So, das ist ja einmal der Schreibtisch quer dazwischen und das ist ein älteres Bärchen, ne? Ja. Die sind nicht die Jüngsten. Ja, bei Chinesen weiß man wobei, nie. Genau, wenn die Qigong machen oder irgend sowas. Um Gottes Willen. Ja, Falcone, was ist mit deinem Wurf? Ja, sag doch, dass ich was werfen soll. Ja, ich dachte, du wolltest gucken, also Verborgenes erkennen. Hinter einem der Waschzuber hockt noch ein kleiner Junge. Kleiner Junge. Chinese? Ja. Ja, ich pack den mal am Kragen. Was machst du denn hier? Ich will arbeiten. Nichts tun, Mistel. Ja, ich schleife ihn mit raus. Derweil stapft Francesco die Treppenstufen nach oben in den Wohnbereich. Da oben sind, ja, voll von der Treppe aus zu sehen, irgendwie drei Türen. Ich mach sie der Reihe nach auf, nimm's kurz rein, ob ich irgendwo einen Teiler sehe oder irgendwas anderes Auffälliges. Hab dabei immer noch die Waffe in der Hand. Also die Räumlichkeiten sind ja etwas überbordend eingerichtet, mit sehr vielem chinesischem Kram. Viele Decken, viele Kissen mit Drachenmustern und Co. Du findest eine Küche, in der es ja für dich ungewohnt streng riecht, aber keinen Teiler. Keine Speisekammer oder irgendwie noch einen Hinterraum irgendwo, wenn ich noch nicht unter das Bett gelegt habe. Nee, na okay, dann ist hier nichts. Dann würde ich wieder runtergehen. Dachboden, Entschuldigung, bevor ich es vergesse, mir kam der Gedanke gerade. Dachboden gibt es so nicht, nee. Also weil da oben sind schon die Schrägen, Dachschrägen drin. Okay, dann gehe ich wieder runter. Habe ich in der Zeit den Jungen gebändigt bekommen nach draußen? Ja, ja. Dann hätte ich mich auch wieder ins Büro bewegt. Magst du den Jungen vielleicht befragen? Mag ich nicht. Kleine Jungen wissen oft Dinge. Falcone hat schlechte Erfahrungen mit Befragung von Kindern. Okay. Ja, das muss so Folge 2 oder 3 gewesen sein. Als Francesco die Treppe, als ich in die Treppe runterkommen sehe, hebe ich meine Waffe wieder hoch und ziehe wieder auf die beiden. Ich nicke ihn anerkennend. So, alles in Ordnung hier? Ja, alles ruhig. Gut. Was ist hinten, Falcone? Alles in Ordnung. Hast du seine Leihwagen da gescheckt? Hä? Mann, der hat seinen Wagen doch verliehen, Mann, der wurde doch nicht geklaut. Ja, er behauptet es.
Wo ist der Wagen eigentlich? Vorne steht er nicht. Hinten in der Gasse steht ein Wagen. Okay, dann gucke ich mir den nochmal an. Bin letztes Mal nicht so richtig dazu gekommen, weil irgendjemand die Wäscherei stürmen wollte. Ja, auf dem Innenhof siehst du also einen 5 oder 4,5 Chinesen dicht beieinander gedrängt, ein wenig entzürnt, aufgeregt und Leonardo und mit den Tommy Guns darauf zielend. Ja, ich passe auf, dass ich hier nicht in den Schussbahn laufe natürlich. Und dann würde ich mir den Wagen nochmal angucken. Also mich interessiert vor allem auch, ist der kurz geschlossen worden oder steckte der Schlüssel? Sag Bescheid, wenn ich was machen darf. Ja, ich habe schon eine Ahnung, was er tut und bin froh, nicht dabei zu sein. Naja, nachdem du das ganze Obergeschoss durchsucht hast, während ich einen Jungen rausgetragen habe. Ja gut, also Francesco schaut sich den Wagen näher an. Derweil macht Falcone was? Ich mache jetzt ernst. Ich sag, Jacopo, zieh sie zurück. Einer von den beiden weiß was. Okay, ja. Wen jetzt, Mr. Wong oder Mrs. Wong? Sie! Die Frau! Ja, sie kann man noch als Plural verstehen. Ja, okay, ich nehme die Frau, zieh sie zurück. Der Mann protestiert. So, letzte Chance. Sag uns, was du weißt. Tränen überströmt, bettelt sie. Ich nichts wissen. Also, zu dem Mann habe ich geredet. Er sagt, lassen Sie meine Frau los. Falsche Antwort. Noch eine. In die Fresse diesmal. Pass auf, der ist alt. Wir können das Spiel so weitermachen. Ich will jetzt eine Antwort. Was wollen Sie wissen? Will nichts getan. Darf ich mal auf einschüchtern würfeln oder so? Ja, kannst du gerne machen. Knapp. Ja, sehr knapp. Ich will alles wissen über diesen verdammten Lastwagen, wer den genommen hat. Ich glaube kein Wort von dem, von dieser blöden Führungsgeschichte. Und der kriegt noch einen hinterher. Würfel mal einmal auf einen Hunderter. Nicht, dass ich glaube, dass du irgendeine Chance hättest, aber gib mir mal ein W100. Ich schon sagen, Wagen gestohlen, will nicht wissen, wer. Sagt es der Typ? Ja. Dann kriegt er die nächste. Wenn er nicht antwortet, schlage ich ihn in den Weich. In der Hoffnung, dass die Frau uns was sagt. Und wenn nicht, zum Spaß. Die Frau zerrt sich, oder zerrt dem Griff von Jacopo und sagt, lassen Sie meinen Mann in Frieden. Will dir noch nichts wissen. Will nur Wäschelei. Ich halte sie einfach weiter fest, also lass sie nicht entkommen. Ja, ich richte den zu. Ich warte darauf, dass mir was sagt. Jacopo, gib mir mal einen auf Psychologie. Nicht, dass das viel wäre. Nee, ich weiß. Okay, auch ein Fehlschlag. Ja gut, so schlagt ihr also weiter brav auf. Naja, wenn sie der Wimmern zusammenbricht, ist sie entweder verdammt beinhart oder sie weiß wirklich nichts, aber den schlage ich ihn trotzdem zu Brei. Also ich würde auch in dem Moment, wo sein Gesicht beginnt, die Form zu verlieren, Ich will ihn nicht umbringen. Ich will ihn nur mal richtig durchprüfen. Ja, aber spätestens nach dem 5. Schlag ist er bewusstlos. Okay. Und gibt also keine Kommentare mehr ab. Tja, vielleicht haben auch die chinesische Mafia irgendwie so das Gesetz des Schweigens. Also Francesco schaut sich den Wagen ja an und findet dort eher nichts, was du... Genau, verborgenes Erkennen, schwieriger Erfolg. Aber was du erkennst, dass dieser Wagen keine großartige Vorrichtung hat im Sinne von Diebstahlsicherung oder so. Also Schlüssel steckt da drin, da ist nichts großartig kurz geschlossen. Hinten auf der Ladefläche stehen jede Menge Säcke mit, das kann man zumindest von außen so fühlen oder tasten, gefaltener Bettwäsche oder Tischdecken. Der Wagen ist also gerade vorbereitet, um eine Lieferung zu machen. Der Wagen ist also ein totes Ende. Das Ganze fühlt sich ein bisschen wie ein totes Ende an. Ja, sind die Chinesen das tote Ende oder sind wir das tote Ende? Sag, Jacobo, komm, wir gehen. Okay. Ich guck mir mal die beiden Kisten da hinten an. Oder was war das? Ja, das sind leere Kisten. Kein Teiler drin. Kein Teiler drin. Auch keine Teilerreste. Da sind irgendwelche Blechbüchsen mit irgendwelchen Chemikalien und so. Ist das eigentlich noch unser Viertel hier, wo wir die Kontrolle haben? Nein. Wem würde es denn gehören? Ja, das werden wir noch herausfinden, nachdem wir einen seiner Geschäfte so aufgewirbelt haben. Also. Das ist dann eher so im chinesischen Bereich. Okay. Sag, Jacobo. Ja? Rauchst du eigentlich? Ja. Hast du mal Feuer? Natürlich, hier. Hast du Streichhölzer oder? Ah, nein, ich habe ein Feuerzeug. Ja, dann nehme ich das dir aus der Hand, mach an und wirf es in den Wäscher auf. Ich würde mir gern noch die einzelnen Wäschereiangestellten vornehmen und ihnen den Zettel vor die Nase halten und sagen, von wem ist dieser Zettel? Wessen Schrift ist das? Der erste, ein etwas kräftiger, zuckt die Schultern, schüttelt den Kopf, sagt nichts. Okay, ich gehe sie der Reihe nach durch. Und wenn ich dann immer noch keine Antwort habe... Vom dritten kriegst du ein gezischtes, du bist tot.
Ich stolziere nach draußen. Dann weißt du also was. Wenn es anfängt zu brennen. Der hier weiß was, den nehmen wir mit. Ja, der Rest sollte schleunigst rein, falls ihnen irgendwas in ihrem Boss liegt. Oh, willst du die Tür hinter ihnen zumachen? Ich glaube, sie haben nicht mehr viel Zeit. Kommt, Jungs, wir sind hier fertig. Den hier nehmen wir mit, den Nummer 3. Sag mal, Daniele, riechst du das auch? Riecht ein bisschen verbrannt. Und verschwinde im Gang. Ups, ein Feuer ist ausgebrochen. Wie konnte das nur passieren? Ich halte dir die Tür auf, Francesco, für unseren Gast. Vielen Dank, Falcone. Zu freundlich. Wir quetschen uns dann, also ich natürlich nicht, ich bin ja auf dem Fahrersitz, aber der Rest quetscht sich dann auf die Sitze. Beziehungsweise kann der... Haben wir über Platz für ihn? Nein, oder? So, ich überlegte gerade, ihn in den Kofferraum zu sperren. Klar. Ich habe einen Kofferraum. Also hinten kriegt er 3 hin, vorne passen 2. Ja, genau. Das. Dann kommt dein Kofferraum. Kofferraum. Dann wird der K.O. geschlagen. Kriegt er mal den Waffengriff in den Nacken. Dann muss er immer, dann schaut er aus wie ein U-Hagel, wenn er in den Kofferraum reinpassen will, oder? Ach, geht schon. Okay. Diese Platzprobleme. Und dann macht er euch davon. Mhm. Mit quietschenden Reifen und aufspritzendem Splitt. Wohin? Hast du irgendwas gefunden? Nee, gar nichts. Was ist eigentlich mit diesem Miller, den wir gestern aufgehängt haben? Der hängt noch da ab, ja, genau. Ja, ich hab dann irgendwem gesagt, in der Nacht, der soll den losmachen. Ich dachte, wir wollten ihn da hängen lassen, bis wir irgendwie die Sache geklärt haben, damit er nichts weiter erzählt. Ja, aber der soll nicht draufgehen. Nein, ja, man kann ihn ja füttern und so. Also ihn zum Essen mal runternehmen lassen. Ach Quatsch, ich hätte ihn freigelassen. Damit er gleich zu seinem Kumpel da bei der Presse läuft. So viel Angst, wie ich ihm eingejagt habe. Wär's eine Idee, Mr. Toddler zu suchen? Den Zeitungsmann? Tedler. Tedler. Toddler ist, glaube ich, einer, der noch auf allen Vieren kriegt. Ich weiß nicht. Lass uns erstmal den Typen hier verhören. Der hatte irgendwie Verbindungen, glaube ich. Vielleicht mehr ein bisschen Intuition, aber ich glaube, der weiß was. Eine andere Spur haben wir eh nicht. Ja, es sei denn, wir kommen noch auf die Frau zurück, mit der Teil da verschwunden ist, aber ich wüsste nicht, wie wir die finden können. Wo hat die Party stattgefunden? Vielleicht können wir vom Veranstalter was erfahren. Also, beziehungsweise vom... Ach Quatsch, was willst du da erfahren? Einen Namen? Eine Adresse? Ja. Der hat bestimmt keine Bilder auf seiner Namensliste, falls er überhaupt eine führt. Naja, aber es war ja eine schöne Frau, ne? Das heißt, die bleibt in Erinnerung. Just saying. Wir müssen uns auf irgendwas konzentrieren. Ja, natürlich. Vielleicht dieser Portier. Oder hat Ombra da nichts rausgefunden? Naja, der hat uns ja... Nee, der wusste nichts so recht. Der wusste nur was mit dem Wäschchen oder war das von dem Bettler. Ja, aber das war doch der andere Portier, der währenddessen Dienst hatte. Ah. Aber wenn Umbra sich nicht meldet, war er wahrscheinlich nicht. Könnten wir wissen nochmal den, also wenn wir den Portier fragen, würde mich hauptsächlich interessieren, ob er gequatscht hat und der von der Presse deshalb Bescheid weiß. Aber das ist, lass uns das auf nach dem Feuer verschieben. Wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Deshalb, irgendeine Seitengasse oder sowas, wo es ruhig ist, wo wir das Verhör durchführen können. Sollte sich finden lassen. Wir haben doch bestimmt etliche Verstecke, wo wir hingehen. Naja, wie gesagt, wie du schon sagtest, wir haben keine Zeit. Also irgendwo unterwegs mal rausholen, wäre mein Vorschlag. Und da ich fahre, ist mein Vorschlag gut. Irgendwo haltet ihr dann in einem etwas dünner besiedelten Bereich rechts an. 2 Industriebauten, dazwischen eine kleine Gasse. Kofferraum auf. Ist der schon wieder wach, oder? Ja, der ist wieder da. Guten Morgen, Sonnenschein. Rauszerren. Du bist tot. Das werden wir sehen, wer tot ist. Von wem ist der Zettel? Welche Zettel? Hab ihn vorhin vor die Nase gehalten. Ich mach das nochmal. Dieser Zettel. Wer hat den LKW geliehen? Ist nicht mein Zettel. Ich nicht wissen. Und wer soll uns dann umbringen? Du? Niemand greift unsere Familie ungestraft an. Ja, das kennen wir. Deshalb sind wir ja hier. Du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Wie war dein Name noch gleich? Meng Chong. Aber das tut nicht zur Sache. Der den LKW genommen hat, hat unsere Familie angegriffen. Und das wart offenbar ihr oder Kumpels von euch. Also, wer war's? Sprich, Junge. Ich weiß nichts von irgendeinem. Ach komm. Der Wagen war wieder da. Erzähl doch endlich mal was. Du weißt doch genau, wenn du nichts weißt, dann brauchen wir dich nicht mehr. Da ist was dran. Ihr seid so klein. Ja, Italiener werden nicht viel größer. Aber das tut ja gar nichts zur Sache. Willst du uns ernsthaft weismachen, dass irgendeine andere Mafia-Organisation zu euch kommt, einen LKW klaut, damit was unternimmt und wieder zurückbringt? Was geht dir vor? Mach's Maul auf. Wahrscheinlich steckt ihr mit den Iren unter einer Decke, was? Was soll das überhaupt? Ich mach nur hier. Wir haben hier nichts gemacht. Wir sind einfach nur eine Wäscherei. Soll ich mal auf Psychologie würfeln? Schon wieder? Hat das vielleicht was damit zu tun, dass ich gerade die Iren erwähnt habe? Kannst gerne auf Psychologie machen. Steht dir frei, ja? Gut, 1 zu 10.
Ganz knapp. Also die anderen dürfen gerne auch mal Psychologie probieren. Ja, ich würde gerne wissen, ob er denn nur verstockt ist oder tatsächlich nichts weiß. Mhm. Ja, toll. Natürlich weiß er was. Ich weiß nicht genau, was ich wissen will, aber ich will was wissen. Also, die Mimik der Chinesen und das Gehabe ist undurchschaubar. Offensichtlich, ja. Ist wahrscheinlich ein direkter Abkömmling von Mr. Wong. Mhm. Also du kannst da nichts entnehmen, ob der lügt oder ob er die Wahrheit spricht, ob er was weiß oder ob er was verbirgt. Diese verdammten Iren, den steckt in seiner Decke. Also. Ach, Quatsch. Die sind doch sowas von down, nachdem sie da alle gesnafft wurden. Aber immerhin kenne ich Mr. Wong seit vielen, vielen Jahren und ich habe schon immer gewusst, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Er kann mir jetzt nicht einreden, dass er ganz normaler Wäschereibesitzer ist, der Wong, und er da ganz normaler Angestellter. Glaubst du es zumindest nicht? In welchem See oder Fluss ist noch Platz für ihn? Da gibt's genug Gewässer in Chicago. Eigentlich haben wir dafür gar keine Zeit. Und mehr Wissen als den anderen tut er auch nicht. Wollen wir weiterfahren ohne ihn? Oder willst du ihn noch ein bisschen bearbeiten? Oder ihr beide? Ich würde ihn jetzt abstechen, wenn er nichts sagt. Ich zück mal mein Messer. Teilt es ihm so ganz langsam an den Hals. Guck ihn dabei intensiv an. Wir werden das in der italienischen Mafia, wenn man jemanden aus einer anderen Familie umbringt. Das wäre doch eigentlich keine gute Idee, oder? Wenn es keiner erfährt. Okay. In dem Fall weiß natürlich jeder, dass wir ihn mitgenommen haben. Richtig. Er kann eh nicht mehr verraten als die anderen sechs. Lassen wir ihn doch laufen. Dann nehmen wir den mit. Dann haben wir ein Druckmittel gegen diese Fonds. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Wir haben ja sicherlich noch ein paar Haken frei zum Aufhängen. Ja, das ist richtig. Also in die Metzgerei. Nehmen wir den mit. Ihr packt ihn wieder ein. Und fahrt zur Metzgerei. Wird erstmal ordentlich Mittagessen, oder? Wir haben keine Zeit zum Essen. Wir können ein paar Donuts unterwegs aufsammeln. Wir müssen uns doch mal zusammensetzen. Wir müssen doch irgendwo was übersehen haben. Wo hat die Party stattgefunden? Es war in einem etwas besseren Teamspeak gewesen. Gibt's da irgendwie ein Portier oder sowas, den man befragen könnte? Ob der so eine Art Gästeliste hat, der ihn reinlassen darf oder so? Oder ob er die Frau vielleicht kennt? Ja doch, da gab's einen Türsteher, definitiv, ja. Aber es gibt ja auch den Barmann und... Der Barmann. Und der Gärtner. Na, aber Barmänner wissen viel. Irgendjemand, der die gesehen hat oder vielleicht sogar kennt. Wir fahren einfach mal hin, nachdem wir den Chinesen aufgehängt haben. Wie sah die denn aus? Wissen wir das? Gesehen haben wir sie doch. Ich weiß jetzt nicht, wie intensiv und genau ihr sie gesehen habt, aber ich denke, ihr habt sie gesehen, ja? Ja, das Gesicht vielleicht nicht, aber den Rest bestimmt. Sah sie kaukasisch aus? Nee. Sondern? War eine Chinesin. Nee, ganz normal. Ganz normal. Ganz normal. Mit ganz normal können wir nichts anfangen. Ach so, warte, ich hab ein Bild. Nein, das meine ich nicht. Er hat nichts. Was denn mit dieser... Mit dieser Halle, wo wir waren. Habt ihr den Portier von Tylers Apartment, habt ihr den schon befragt, habt ihr den schon gründlich befragt? Vielleicht nicht gründlich genug. Und es war, glaube ich, wie Falcone vorhin sagte, der Falsche gerade da. Wir hatten aber einen Zeugen am Hinterausgang. Deshalb waren wir auf den LKW gekommen. Ich würde das trotzdem mit dem Etablissement probieren wollen. Ich meine, würde die nicht gut aussehen, dann hätte irgendwie Tyler sie nicht mitgenommen. Der ist schon inzwischen Besseres gewohnt. Und so verquer ist sein Geschmack. Ja, aber selbst dann suchen wir echt nach einer Nadel im Heuhaufen. Die einzige Nadel, die wir wissen. Ist immer noch besser als gar nichts, ja. Überleg doch mal, wir müssen doch irgendwas übersehen haben. Bestimmt. Aber während wir da überlegen, können wir ja schon mal losfahren. Könnte irgendjemand ein Groll auf den Boss persönlich hegen? Vielleicht während dieser komischen Übernahme? Moment einmal, mit dem kleinen Kind haben wir gar nichts gemacht, oder? Nein. Da waren wir anständig. Was wollen wir denn mit dem Kind? Es sind immer kleine Kinder, die was sehen. Es ist ein fucking Kind. Warum sollte denn ein Kind auffälliger sein als da irgendwas anderes? Da wurden schon Millionen Filme drüber gedreht. Kleine Kinder wissen Dinge. Ja, toll. So klein war der auch nicht mehr, wenn ich hier schon arbeite. Also, und da drüben in Stereotyphausen, gleich hinter... Klischee-Dorf. Ja. Und gegen Vorurteilsheim? Vielleicht sollte Francesco mal ein bisschen mehr Gewicht in sein Überreden oder Überzeugen da einstecken, ne? Das sowieso. Du, ich fahr das Auto, ich bin längst unterwegs. Solltest du es mal würfeln einfach? Auto fahren oder was? Wie hießen nochmal die Familien, die wir dir ganzen Gebiet abgeluchst haben? Und diese Verbindung da? Wir diskutieren das während der Fahrt zu dem Club. War die Greco-Familie?
Und die Matteo? Greco war die erste Familie. Da, wo Daniele und Leonardo herkommen. Genau, diese Italo-Griechen. Genau. Und die mit der Brauerei? Das waren die Ferraris und Lombardis. Aber das ist ja das Seltsame. Die waren doch alle einverstanden. Ferrari und Lombardi. Wissen wir irgendwas über die? Hat da vielleicht jemand eine gut aussehende Tochter? Ferrari und Lombardi. Wer hat denn da am meisten dran gelitten an diesem Deal und könnte irgendwie einen Groll auf den Boss schieben? Ja, ich weiß nicht. Der Boss war in letzter Zeit so beliebt, selbst bei denen, die er irgendwie über den Tisch gezogen hat. Das war ja das Seltsame. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, da wolltest du noch nichts davon hören. Ist es irgendwas über die bekannt, dass irgendjemand rachsüchtig von denen ist? Besonders oder sehr nachtragend? Oder sehr feindlich? Nicht mehr als jede normale italienische Familie. Also ja. Als wir dann bei diesem komischen Club oder was das war ankamen, kommen, ja, würde ich... Warte mal. Wer ist da in das Versteck von dem Boss gekommen? Ohne eigentlich, dass er es wissen sollte. Wer war das? Wer ist in das Versteck des Bosses? Ne, wir sind doch nach dem Essen in dem Versteck über diesen Puff gegangen. Genau, und einer von den beiden Familien kam an und hat uns gebeten zu vermitteln. Ja, einer kam an, obwohl er nicht wissen sollte, dass das da ist. Mhm. Wer war das? Das war ein Vertreter der Lombardi-Familie. Die Lombardis. Die mischen wir als nächstes auf, nicht wahr? Das heißt, irgendwer muss... Irgendwie hängen die Lombardis da ja mit drin. Wenn die wissen, wenn die irgendwie an das Wissen kommen, wo der Boss ist, dann sind die auch irgendwie an das Wissen gekommen, wo er zu welcher Zeit ist und wo er wohnt. Das ist eine Spur wert. Also, ja. Francesco, machen wir nach dieser Spur. Also ich würde sagen, sofort einen U-Turn weg von der Bar, wir haben eine Spur. Ich bin schon auf dem Weg da rein. Ich folge dir. Das ist nett von dir. Ich grübel weiter im Auto. Ja, ist vielleicht besser so, wir wollen hier keinen verprügeln. Ich glaube, wenn wir zurückkommen, hat der Falcone überall auf den Fensterscheiben so Zettel ausgebreitet mit Querverbindungen zwischen den einzelnen Familien, die Unterarme voll gekritzelt. Die Lombardis. Ja. Schreib mir auf Lombardi-Familie verdächtig. Ist das zufällig der gleiche Türsteher, der bei der Party dabei war? Ihr betretet dieses Lokal, es ist noch recht früh am Tag, aber trotzdem ist da ein bisschen geschäftige Aktivität, es wird sauber gemacht, aufgeräumt, ein bisschen Personal ist da. Wenn ich jetzt zeichnen könnte, hätte ich ein Phantombild von der Dame gemacht. Da ich das nicht kann, muss ich mich auf andere Auffälligkeiten... Wie viel hast du aufzeichnen? Lass mich schauen. Fällt das unter Psychologie oder unter Autofahren? Nee, das ist dann eher Handwerkkunst. Aber da Francesco nur Psychologie kann und Autofahren. Nein, Rechtswesen kann er natürlich auch, aber. Ah ja, Rechtswesen. Das ja. Ist ja was völlig anderes Themengebiet als Zeichnen. Ich habe da nur die Grundchance von 5%. Ich werde kein Bild malen. Da kommt so ein Strichmännchen raus. So ein Strichmännchen mit langen Haaren. Man wird sich doch an Tyler Banks erinnern, oder? Und vielleicht dann auch eben an die Frau, mit der man ihn das letzte Mal hier gesehen hat. Ja, genau. Guter Ansatz, Jacopo. Ich frag mal, ob wer denn Freitag, wann war die Party? Also jedenfalls am Tag der Party am Abend da war. Und ob derjenige sich da erinnert, mit welcher Frau Tyler Banks verschwunden ist. Ich versuche sie so ein bisschen zu beschreiben. Also du findest auch tatsächlich jemanden, der an dem Abend da gewesen ist. Er erinnert sich auch an Tyler Banks und sagt, ja, Banks war doch mit der Kleinen da unterwegs, nicht wahr? Ja, wie hieß sie doch gleich? Ja, wie heißt sie gleich? Die ist doch schon mal häufiger hier. Lola, glaube ich. Lola, natürlich, Lola. Und wie weiter? Das weiß ich nicht. Tritt hier immer unter dem Namen Lola auf. Und wo wohnt sie? Das kann ich dir auch nicht sagen. Wer bezahlt sie denn hier? Das muss ja irgendwo notiert werden, oder? Oder wer engagiert sie hier? Wer ist da verantwortlich? Och, unterschiedliche Männer. Tyler hat sie bestimmt auch nicht gratis mitgenommen, wenn sie verstehen, was ich meine. Diese Art von Auftritt. Also, die ist öfter hier und geht ihrem Gewerbe nach. Dann wohnt sie vermutlich eher in der Gegend, oder? Irgendjemand eine Ahnung, wo ich diese Lola jetzt finde, frag ich mal in die Runde. Keine Ahnung. Wenn du Glück hast, ist sie heute Abend wieder da. Na toll. Aber glaub mir, ich glaube, die ist nicht billig. Ja, glaube ich auch. Sagt er und schaut euch beide einmal so von oben nach unten an.
Heute Abend ist ein bisschen spät. Irgendjemand muss die doch kennen, wenn die öfter hier ist und wo sie wohnt. Ja. Das muss doch jemand wissen. Arbeitet hier auch irgendwie noch eine Frau oder sowas? Ja, das ist eine Putzfrau. Vielleicht kennt die die mal so von Frau zu Frau oder so. Ja, ist eine Reinigungskraft in der Ecke, beschäftigt damit, irgendwie den Boden zu wischen. Hey, du, komm mal her. Herzchen? Kennst du Lola? Lola? Nein, kenne ich. Sagt mir nichts. Prostituierte, die hier immer mal wieder ist. Wie mit ihr gesprochen. Verdorbenes Frau. Puh! Pfah! Sagt sie, spuckt auf den Boden. Okay. Auch mal keine Freunde von ihr. Solche Leute kenne ich nicht. Wo ist Lola? Wo ist Lola? Wie findet man eine Prostituierte unter Künstlernamen? Ja, Francesco, lass doch einfach den Vorgang nochmal Revue passieren. Könnt ihr gerne auch alle machen. Von der Party? Ja, genau, bis zu Tyler Banks verschwinden. Also, er ist mit ihr abgehauen, nicht wahr? Da bin ich mir noch ziemlich sicher. Mhm. Dann ist er offenbar nach Hause. Mhm. Weil dort waren doch seine Sachen auch. Beziehungsweise von dort ist er auch weggeholt worden. Mit einer Teppichfirma. Hinten raus. Genau. Es wurde am Schloss rumgewerkelt. Genau, er war im Teppich eingerollt und ist in den... Stimmt das mit dem Teppich? Und der wurde wahrscheinlich betäubt. Zwei Personen gehen in einen Raum rein. Einer wird mit dem Teppich rausgetragen. Oh Gott, sie ist noch im Wandschrank. Nee, da sind ja wahrscheinlich mehrere dazugekommen. Habt ihr die Wohnung nicht durchsucht? Doch. Natürlich. Eigentlich schon. Sie können natürlich noch zum Fenster rausklettern. Aber eigentlich gingen wir immer davon aus, dass sie mit der Bande unter einer Decke steckt. Unter einem Teppich. Unter einem Teppich. Und deshalb einfach mit rausgewandert ist. Das haben wir nie hinterfragt. Ja, also, wie ich es mir vorstelle, hat sie den betäubt. Und dann hat sie halt ihre zwei Komplizen da geholt oder so. Genau. Weil einer alleine kann keinen Menschen Teppich tragen. Ja, das war unsere Theorie. Aber wenn sie vielleicht nur zufällig mit im Raum war. Der Penner da hinten in der Gasse hat doch was von vier Leuten oder so erzählt, oder? Ja, aber nichts von einer Frau, wenn ich so recht überlege. Sie könnte natürlich auch wieder vorne raus sein. Ja. Hat der Portier was von der Frau erzählt? Der Portier. Alle Wege führen zum Portier. Im Grunde haben wir wirklich keinen Hinweis darauf, ob die Frau tatsächlich mit von der Partie war oder irgendwie... Naja, muss sie doch. Die hat ihn doch betäubt. Es gab doch keine Kampfspuren. Naja. Die könnten ja beide nach dem Akt eingeschlafen sein und sie ist halt... Ja, er ist abgeholt worden und sie nicht. Oder sie ist irgendwo eingesperrt worden oder sie ist... Auch ab, also, aber es ist nur ein Teppich, von einem Teppich die Rede. Ja, ihre Klamotten lagen ja auch doch da rum, oder? Ja, man muss sie ja nicht anziehen, bevor man sie wegführt. Das bringt uns aber trotzdem nicht weiter, ob sie nun nackt ist oder ja, nicht. Ja, genau, vor allem das deutet ja auch an, dass sie nicht daran beteiligt war, ne, weil sie wird ja nicht nackt miteinander mitgegangen sein. Ich denke schon, dass sie beteiligt war. Also stimmt das überhaupt, dass ihre Sachen noch da waren? Ich bin mir da... Also, BH war da noch. Ja, das ist... Sie hätte sicherlich mehr an, als sie reinkam. Ich habe nach Klamotten gefragt. Ich habe jetzt nicht nach einer kompletten Montur gefragt. Ich glaube, wir müssen uns die Sachen nochmal ansehen. Meinst du, es wird was bringen, wenn wir nochmal zu Tyler zurückgehen? Bringt mehr als gerade hier noch. Wir haben irgendwie offenbar ein paar Punkte nicht geklärt. Ja, wenn nicht, sprechen wir noch mit dem Portier. Genau. Genau. Es lohnt sich auf jeden Fall. Zurück in den Wagen. Ich gucke völlig entgeistert auf Falcone, der mit wirrem Blick anscheinend in beschlagenen Scheiben rumgezeichnet hat. Nein, ich habe ja Notizzettel. Habt ihr es mir erzählt mit dieser Lola? Mit Lola Renner? Ja, tun wir jetzt unterwegs, wenn ich uns... Lola Lombardi? Lola Ferrari? Aber Daniele und Leonardo sind nicht mehr da. Nee, die habt ihr irgendwann abgeladen, ja. Und den Chinesen im Kofferraum auch, oder? Den habt ihr auf. Den haben wir bei der Metzgerei gelassen. Ich denke, da haben wir auch die beiden abgestellt. Ich hatte eine Theorie, Jungs. Ja, die darf dieses Auto nicht verlassen, haben wir uns verstanden. Was in diesem Auto ist, bleibt in diesem Auto. Richtig. Ich kann schweigen wie ein Grab. Gehen wir die Sache doch mal pessimistisch an. Warum sollte Tyler bzw. wir in letzter Zeit so ein Glück haben, dass sich uns drei Familien anschließen? Zuerst die Greco-Familie, dann noch Ferrari und Lombardi. Könnte da nicht irgendwo ein Zusammenhang sein und dass sie uns alle versuchen zu infizieren? Wir haben das schon mal diskutiert, dass das alles etwas seltsam ist. Damals warst du noch irgendwie anderer Meinung. Ich verstehe nur das Infizieren nicht. Und auf einmal ist auch diese Kinderbande nicht mehr da, die da aufgemacht hat. Und die Geschäfte laufen alle irgendwie, die flutschen. Ja. Da ist gar nichts mehr, keine Probleme. Ja. Und dennoch diese Sache mit diesen Ratten. Ja, endlich blickst du's mal, dass da was seltsam war.
Das hängt doch alles zusammen, oder? Damit erreicht er die Straße, in der Tyler Banks Apartment zu finden ist. Ihr steht jetzt vor dem Wohnkomplex, in dem Tyler Banks oben sein Apartment hat. Das ist ja schon ein bisschen besser, oder? So hier mit Brachialgewalt vorgehen ist da nicht so sinnvoll. Nicht so wirklich die gute Idee. Um welche Uhrzeit waren wir das letzte Mal da? Nachts, oder? Nee, beim Messer war der früh morgens da. Morgens, wir wollen den Boss abholen. Also besteht jetzt die Chance, dass derselbe Portier da sitzt. Wir gucken einfach mal. Den ich eine gegeben habe. Vielleicht haben die auch Wechselschicht. Es wäre natürlich gut, wenn der andere da wäre. Ja. Also, wer geht rein? Ja, wir alle. Ihr betretet das Gebäude, unten sitzt dann ein Tresen, ein Portier. Und es ist nicht derselbe wie beim letzten Mal. Okay. Das ist so ein Glück. Es könnte natürlich noch ein dritter sein. Wer weiß, wie viele arbeiten. Jacopo, komm mit. Genau, schaut ihr mal oben, ob ihr die Lola findet noch. Oder Spuren von ihr. Haben wir einen Schlüssel zu Tyler's Apartment? Die Dingsbuch war zerstört. Oder? Die war nicht zerstört. Das Schloss war nur mit Fremdmitteln geöffnet worden. Ja, wenn nicht, brecht es auf. Da hätte ich auch noch Mittel mit die Richtung. Haben die ja wohl auch geschafft. Ich gehe auf jeden Fall mit Falcone, ja. Okay. Guten Abend, der Herr. Guten Tag. Hatten Sie zufällig, wann war das mit der Party, der Tag, da frage ich ihn, ob er da Dienst hatte? Zwei Tage her, ne? Kommen mir vor wie Monate. Hatten Sie zufällig die Nacht vorgestern Dienst? Das hatte ich schon. Wann ist denn Mr. Banks nach Hause gekommen? Wir können ihn leider nicht irgendwie aktuell finden. Machen Sie ein wenig Sorgen um ihn. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Also, als ich meine Schicht angetreten habe, gegen Mitternacht. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wann hatte Tyler Banks die Party verlassen? Vor Mitternacht? Das war vor Mitternacht. Okay, dann kann er also mit der Frau hier vorher eingetroffen sein. Wer hatte denn vor Ihnen Dienst? Ja, mein Kollege McConney. Ist das der, ich beschreibe dir, den wir verhört hatten? Ja. Hatte der uns irgendwas in die Richtung gesagt? Ich erinnere mich gerade nicht mehr, auch wenn es nur vorgestern war. Der hat uns gesagt, dass ein Kollege Dienst hatte, der nichts weiß. Na, nachts, aber bis Mitternacht hatte offenbar der Dienst gehabt, den wir befragt haben. Hatte der irgendwas zur Rückkehr von Mr. Banks gesagt? Doch, hat er, glaube ich, die Uhrzeit hat er mit gesagt und dass er mit einer Frau dann irgendwie unterwegs war. Ja, okay, also das passt dann schon mal. Und dann haben Sie Mr. Banks nicht wieder rauskommen sehen, oder? Wenn ich Sie richtig verstanden habe. Nein, Sir, Mr. Banks habe ich nicht gesehen. Ist eine Frau hier rausgekommen? Ja, doch. Ich glaube, da war eine. Ja, das war recht früh am Morgen schon. Die nicht hier wohnt? Richtig, Sir. Ich versuche mal, die Frau nochmal zu beschreiben. Das könnte hinkommen, ja. Sie wirkte ein wenig zerzaust. Ich habe für sie ein Taxi gerufen. Bei welcher Taxifirma? Ja, die wir hier immer rufen. Die wäre? Comics. Ist das ein großer Laden? Haben die mehrere Taxis? Ja, die haben mehrere. Sind auch rund um die Uhr im Einsatz. Haben Sie mitbekommen, welcher Fahrer da gekommen ist? Kennen Sie doch bestimmt alle, oder? Nein, tut mir leid, die Fahrer kenne ich nicht alle, aber warten Sie mal. Er schlägt ein großes Buch auf, blättert ein bisschen zurück. Ja, hier haben wir es doch. 5.30 Uhr, Taxi 521. Hilft Ihnen das weiter? Das hilft uns sehr weiter, danke sehr. Hat die Frau was angestellt? Wir wollen nur wissen, ob sie irgendwas bemerkt hat. Eine Zeugenbefragung sozusagen. Oh. Sie sind von der Polizei? Nun, würde ich Sie sonst befragen. Nochmal auf die Nacht zurückzukommen. Das ist schlüssig. Ist Ihnen in der Nacht sonst noch was aufgefallen? Irgendwie der Wäscheservice war anscheinend nachts da, haben wir von Ihrem Kollegen erfahren. Nee, nicht von Ihrem Kollegen, von so einem Typen, der sie hinten rumgetrieben hat. Jetzt muss es hier nicht ausschließen. Nein, Sir. Mir ist sonst nichts Auffälliges aufgefallen. Keine weiteren Besucher irgendwie, auch für Mr. Banks vielleicht nochmal oder für andere, die sonst, die recht spät kamen? Nein, Sir. Und jetzt muss ich sagen, Mr. Banks habe ich seither auch nicht mehr gesehen. Ja, das habe ich ja schon erwähnt, deswegen so. Hatte uns der Bettler damals, gestern gesagt, wann das etwa war, dass er den Wäscheservice dort gesehen hat und die vier Leute, die ihn rausgetragen haben? Das passt uhrzeitmäßig etwa, ja. Also war es auch so um 5 Uhr mal. Er hatte keine Armbanduhr, aber... Aber es war schon Richtung Morgen. Ja. Francesco, dich wird sicher auch interessieren, ob schon andere Leute ihn danach gefragt haben. Du meinst das, worauf ich gerade kommen wollte, weil ich ja ohnehin mich wunderte, woher der Tackler die Infos hatte?
Richtig. Genau. Hat schon jemand anders nach Mr. Banks gefragt? Ja, gestern war irgendwie mal einer hier. Wer war denn das? Ja, so ein kleiner, schmächtiger, schmieriger Kerl. Schmierig klingt immer nach Anwalt oder nach Reporter, nicht wahr? Da ich den guten Tettler immer noch nicht gesehen habe, ich lasse ihn mir nochmal, vielleicht kann er noch ein paar Details rausrücken, so Alter, Haarfarbe oder sowas. Und dann werde ich das nachher mit Jacopo vergleichen. Mhm. Ja, vielen Dank. Sie haben uns bei unseren Ermittlungen sehr weitergeholfen. Machen Sie weiter so. Nicht zu danken, Sir. Vorbildlicher Staatsbürger. Guter Amerikaner. Ja. Und geh dann hoch zu denen. Zum Zimmer. Weiß nicht, wie weit die anderen beiden inzwischen sind. Ja, die anderen beiden. Was habt ihr auf Schließtechnik? Grund aus, Chance. Und, eins. Ja, ich auch. Fürchte, sie werden die Tür schon offen haben, wenn ich so weit bin. Ja, du kommst doch eh nach dem zweiten Satz an, egal wie weit. Das ist halt mein besonderes Talent. Ja. Du kannst Verschwörungstheorien aushacken. Ich kann überall sofort sein. Ja, keine Ahnung. Ich würde halt versuchen, da das Schloss sowieso schon geschwächt ist, einfach die Tür aufzubrechen. Genau, ein Messer aufheben oder so. Also ihr haut beide mit euren Schultern einmal dagegen, ne? Ja. Während Francesco unten die Treppen betritt, hört er von oben so ein Krachen und ihr beiden donnert in das Apartment rein. Es ist alles nur wie vorher. Mhm, genau. So wie ihr es beim letzten Mal gesehen habt. Hatten wir irgendwas übersehen? Ich überlege, ob wir was übersehen haben. Wir haben nichts übersehen. Ich beginne mich mal umzuschauen. Hatten wir dir inzwischen gesagt, dass der Boss entführt wurde? Ich würde sagen, ich hab's schon mitbekommen. Ja. Okay, gut. Ich versuche mal irgendwie an Orten zu gucken, wo wir nicht waren. Mal richtig gründlich nachgucken und ich finde nichts. Nee, also es hat sich nichts verändert, nach wie vor. Es hat auch keiner großartig aufgeräumt. Vielleicht bringen sie Körbchen große was. Das, was du im Schlafzimmer aber entdeckst, da ist so ein flauschiger Teppich, ist eine ganze Reihe an Fußabdrücken drin. Große, kleine, barfuß. Das entdeckt Jacopo oder Falcone? Ich überlasse dir den Fund. Dann sage ich mal, okay, hat Jacopo gehört. Genau. Du siehst am Boden Fußabdrücke, ein bisschen Dreck in diesen Spuren, als ob jemand mit schmutzigen Barfußen da durchgelaufen wäre. Falcone, siehst du da im Teppich? Ich glaube, da sind Fußabdrücke. Hm? Oh. Na hier, siehst du es nicht? Mehrere, mindestens drei Personen. Ja, so viel wussten wir schon. Und was schließt du da jetzt raus? Was schließe ich daraus? Weiß ich nicht. Ich schaue mir die Fußabdrücke auf jeden Fall mal genauer an. Tu das. Erkenne ich einen Kampf? Erkenne ich einen Tanz? Nein. Die führen vom Wohnzimmer aus in das Schlafzimmer. Fußabdrücke? Und Fußspuren? Und es sind mehrere. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Tyler Banks und seine Begleiterin da mit dreckigen Pfoten durchgelaufen wären, sondern es sind deutlich mehr als zwei Personen. Wie oft sind wir letztes Mal durch das Apartment gelaufen? Genau. Also ich frage nochmal, sind da nur Fußabdrücke oder sind da Fußspuren? Insofern Fußspuren, ja. Also kann man ihnen folgen? Ja, du kannst ihnen folgen, so wie das in einem Raum möglich ist. Naja, vielleicht waren sie an irgendeinem seltsamen Ort. Ich folge ihnen mal. Vielleicht bringt mich das ja weiter. Die gehen rechts und links am Bett einmal vorbei. Bringt mich also nicht weiter. Richtig. Ja, was liefert diese Erkenntnis? Also wir haben ja schon gewusst, dass offensichtlich mehrere Leute, also ihr habt schon gewusst, dass mehrere Leute Teile entführt haben? Ja. Was wisst ihr dadurch jetzt mehr? Die schmutzigen Barfußspuren irritieren mich etwas. Na, waren es Barfußspuren? Ja. Die Leute waren barfüßig, okay. Es war die Frau. Naja, aber warum hat sie schmutzige Füße? Ich meine. Und warum hat sie so Riesenfüße? Und jedem sein Fetisch, aber ich glaube nicht, dass das in dem Fall zutrifft. Ja, also offenbar nicht die Frauenfüße. Sind das alles Männerfüße oder was? Von der Größe her, ja. Hatte der Penner Schuhe an? Der Penner hatte Schuhe an, ja. Du hast ihn aber nicht gesehen, von da weißt du das nicht. Hat der Tyler Banks Schuhe angehabt? Tylers Schuhe sind ja noch da, oder? Ich dachte, vielleicht wäre der Penner anschließend hochgekommen, hat die Schuhe geklaut. Aber okay. Nachdem er wusste, dass sie unfreie Bahn ist. Na, vielleicht waren das nur höfliche Entführer und sie haben sich die Schuhe ausgezogen, bevor sie ihn entführt haben. Aber es war nur eine von den Spuren barfuß, oder?
Ich hast du richtig gehört? Nein. Was zur Hölle soll uns das sagen? Na, dass da irgendein Ritual stattgefunden hat. Was? Weil da jemand barfuß war? Naja, sicher. Warum? Rituale haben immer komische Randbedingungen. Und eine Randbedingung kann sein, dass man barfuß. Ja, wahrscheinlich war doch ein Kind dabei. Genau, deine Katze, der was wusste. Deine Kröte. Ein Werwolf, der sich hier zurückverwandelt hat und keine Klamotten dabei hat. Kann man die Spuren denn nach draußen verfolgen, oder? Nein, die sind nur im Schlafzimmer. Die kamen ja durch die Tür, das haben wir ja festgestellt. Also die Erkenntnis, die er daraus gewinnt, ist einfach, es war so ein halbes Dutzend. Ja, aber das wussten wir ja vorher schon. Hab ich gesagt, dass das was Neues ist? Ja, nee, aber es hilft uns nicht. Es ist was Neues, dass da eine barfuß rumläuft. Das tut nicht jeder hier in Chicago. Möchte jemand den Dreck mitnehmen und den analysieren? Vielleicht können wir rausfinden, wo der Dreck herstammt. Aber es könnte auch bedeuten, dass die Leute, die in der Wohnung waren, da deuten die Spuren an der Tür dagegen. Aber vielleicht haben sie sich die Schuhe ausgezogen, weil Tyler sie erwartet hat. Oder sie waren arm und können sich keine Schuhe leisten. Und dann sind es ihren. Okay. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Nee, aber wir haben eine neue Spur. Ich berichte kurz von dem Gespräch mit dem Portier, dass wir die Taxinummer haben von dem Taxi, das die Frau abgeholt hat. Dann sollten wir da hingehen. Ja. Weil hier scheint es ja nichts zu geben. Nee, da haben wir einen deutlichen Hinweis, dass es hier nichts gibt. Auf zu dem Taxiunternehmen. Machen wir es kurz. Ihr fahrt zum Taxiunternehmen. In der Zentrale sitzt eine schwer übergewichtige Frau hinterm Tisch, neben zwei, drei Telefonen. Sie hat den Raum betreten, legt sie gerade den Hörer auf. Ja. Taxi 261. Wer fährt das? Guten Morgen übrigens. Oh, ja. Ich habe einen Donut in der Hand, damit ich als Polizist durchgehe. 261? 261. Das ist Luigi. Ja, der fährt gerade. Wieso? Ist das schon, dass die alle mit Walkie-Talkies ausgestattet sind oder sowas? Kann sie den herbestellen? Herbestellen? Müssen Sie warten, bis der wieder zur Zentrale fährt hier. Dann warten wir. Genau. Wie kommst du auf diese Nummer? Was? Welche Nummer? 261. Das war doch die der Portier gesagt hat. Da geht's nicht, dass die Nummer vergessen. So was schreibt man nicht auf. 161 war es doch, oder? Nein, ich dachte, es war 200. Aber das kommt hier so undeutlich, das liegt nur am Soundsystem. In-game habe ich mir die Nummer natürlich gemerkt. Also, na gut, okay. Es war die 521, aber... Was? Ey, dass du sowas nicht aufschreibst. Ja, aber da war tatsächlich, also in der Zeit, wo er mit dem Portier geredet hat, war so ein merkwürdiges Hintergrundrauschen. Hey, es ist spät. Ich dachte, ich kann mir das in der Folge anhören. Hättest du es ja auch nicht aufgeschrieben. Also ihr wartet auf 521, ja? Ja. Bitte, ja. Etwa das Doppelte von dem, was ich gesagt habe. Hey. Das steht doch sicher in einem total spannenden mathematischen Verhältnis zu deiner Zahl, aber... Ja. Wahrscheinlich, genau. Okay, es dauert eine geschlagene Dreiviertelstunde. Fassbar. Ich frage sie inzwischen, ob sie ausreichend versichert ist. Es dauert eine Dreiviertelstunde. Ja, dann kommen immer wieder mal jemand hinten aus der Garage nach vorne, bespricht sich mit der Frau, nimmt irgendwas weg und dann irgendwann kommt halt einer und die Frau zeigt auf euch und nuschelt irgendwas von, die Herren haben nach dir gefragt. Und daraufhin dreht er sich um und kommt euch dann auch schon entgegen. Und dann ich dachte jetzt, Elektrizierung läuft weg. Aber gut. Sir, brauchen Sie eine Fahrt? Sie haben nach mir gefragt? Wir brauchen eine Auskunft. Wir ermitteln einen speziellen Fall. Sie haben vorgestern in der Früh, oder war es dann schon gestern? Ich komme durcheinander hier. Es war dann gestern früh. Das war dann gestern in der Früh, okay. Gegen 5.30 Uhr eine Frau bei dieser Adresse abgeholt. Ich sag die Adresse. Ja, das war recht früh am Morgen, glaube ich, ne? Mhm. Ich erinnere mich, ja doch, war eine schnicke aussehende Frau, ehrlich. Aber nicht meine Preisklasse, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, das habe ich auch heute schon gehört. Wo haben Sie die denn hingefahren? Ja, ich sollte sie zu, Little Italy. Geht's etwas genauer? Ja, so genau weiß ich jetzt nicht mehr. Sie hat irgendwann gesagt, ich soll hier halten und mich rauslassen. War da in einem Wohnviertel drin? Welche Straße? Könnte Arthington Kidpin gewesen sein, etwa. Wissen wir, zu wem dieses Gebiet gehört? Die Jenner-Familie. Arthington was?
Place. Jennifer, ja. Der hatten wir aber noch nie was im Hut, oder? Nee. Westside. Da hat er die abgesetzt. Mhm. Ja, vielen Dank. Hat sie irgendwas gesagt? Sah sie irgendwie besonders aus? War ein bisschen zerzaust. Hatte wohl einen Job gehabt. Ja, war eine harte Nacht. Offensichtlich. Aber was gesagt hat sie nicht? Ja, sie hat mir die Adresse genannt und dann irgendwann gesagt, ich soll hier rausfahren. Hat sie eine andere Adresse genannt, oder wie? Ja, sie sagte, ich soll sie zur Kirche bringen hier. Our Lady of Pompeii. Aber hat ist dann vorher ausgestiegen. Mhm. Okay, wo ist diese Kirche? Die ist ein Stück nördlicher noch. Und irgendwo dazwischen wohnt sie dann, schätze ich mal. Haben Sie vielen Dank, bitte, Herr. Ich gebe Ihnen Dollar. Ja, danke, Sir. Brauchen Sie wirklich keine Fahrt? Nein, danke. Ja, wir haben ja selber ein Auto, oder? Ja, und nachdem das nicht durchlöchert wurde, ist das auch in Ordnung, wenn ich weiter damit fahre. Dann noch einen schönen Tag, Sir. Ja, gleichfalls. Und viel gutes Geschäft. Also. Dann würden wir da hinfahren, nicht wahr? In 2 Wochen. Genau. Gibt es da einen berühmten Straßenstrich in der Gegend? Aber das ist ja unter ihrem Niveau. Sie ist ja eher eine... Ja, außerdem haben wir ja gehört, dass sie relativ regelmäßig in diese Bar geht, ne? Hm. Aber vielleicht kennen andere Prostituierte sie. Aber okay, das machen wir in 2 Wochen. Genau. Aber das kann ich schon vorweggeben. Nein, es ist ein ganz gut situiertes Wohnviertel. Ja, wie auch immer. Jetzt italienische Familien. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Cthulhu bzw. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken des Autors Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke dem Pegasus Verlag für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf Jägers.net in den Shownotes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Francesco, gib mir nochmal einen auf Intelligenz. Oh je, du verlangst immer so schwierige Sachen. Mhm. Ich überlege gerade, nämlich nach oben zu gehen und zu gucken, ob dort vielleicht... Also auf jeden Fall waren es letztes Mal mehr Leute. Wieso hast du jetzt einen Wurf auf Größe gemacht? Oh, Verzeihung. Warum nicht? Der Würfel war auf der anderen Seite der Zahl. Noch besser. Auch nicht besser. Was wollte ich gerade? Das weiß ich nicht. Ich wollte, glaube ich, gerade auf mein Recht als alter Kunde, als treuer Kunde irgendwie pochen. Aber... ja... Das ist genau der richtige Zeitpunkt. Deine Zeit Bonuspunkte, dafür. Da sind gerade alle. Das Recht des Kunde ist König, niemals vergessen. Vielleicht sollte Michael mal ein bisschen mit dem Zaunpfahl winken. Das hab ich schon. Wirklich? Okay. Lola, glaube ich. Lola, natürlich, Lola. Lola Lombardi. Ja. Du bist nicht da. Ihr könnt ja mal für mich fragen. Tyler hat sie bestimmt auch nicht gratis mitgenommen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Diese Art von Auftritt. Also, darf ich mal was einwerfen? Also, wenn sie sowas macht, muss sie Lola Ferrari heißen. Das hört sich schon ziemlich pornös an. Du bist immer noch im Auto. Verdammt! Hey, du, komm mal her. Hörst du? Bist du Chinese? Nein. Gut, wir werden immer vorhin. Es klang gerade ein bisschen danach. kennst du Lola? Die rennt. Nein, nicht die. Die pennt. Was muss ich werfen, um einen Verschwörungstheorieplan auszuwerfen? Den kannst du doch so machen. Du sitzt ja alleine im Auto, mach mal ein Sanity oder geistige Stabilität. Dann weißt du, wie gut du mit... Ja, siehst du? Überhaupt kein Thema. Fehlt. Klar, alles Verräter. Von der Party. Ja, genau, bis zu Tyler Banks verschwinden. Also, er ist mit ihr abgehauen, nicht wahr? Da bin ich mir noch ziemlich sicher. Mhm. Welche Party war denn dann? Die Party nach der Vermittlung der beiden Familien, wo die Brauerei danach bekommen haben. Es gab nur die eine Party. Glaub mir. Wenn es nur die eine Party ist, dann ist ja die, wo ich die Frau abgeschleppt habe. Nein, das war doch. Dann war es doch 2 Partys. Das war die andere Party von der einen. Ja, also. Ich kann mich an die andere nicht mehr erinnern.
Und da war doch ziemlich übler Stoff offensichtlich. Welche Folge war das? Warst du da vielleicht nicht da? Keine Ahnung. Ich war immer da. Okay, war ein Vermutung. Vielleicht hast du zu viel getrunken und konntest dich deshalb nicht mehr erinnern. Jedenfalls. Welche Party war denn das? Das war die etwas noblere Party, wo wir ein bisschen verloren in der Ecke rumstanden. Das war aber nicht die, wo die ganzen Politiker dabei waren. Nein, das war die erste Party. Das war die erste Party, ja. Da, wo du dann Mädel abgeschleppt hast. Richtig. Genau. Was haben wir bei der zweiten Party gemacht? Und nach der Streitlichtung war in diesem Speakeasy hier ein bisschen, wurde gefeiert, war jetzt keine... War das in dem Puff? Nein. Ich habe übrigens mittlerweile auch noch eine Verschwörungstheorie ausgearbeitet, ja. Falls jemand hören will. Nicht jetzt. Also ich wäre schon interessiert. Ich hatte eine Theorie, Jungs. Ja, die darf dieses Auto nicht verlassen, haben wir uns verstanden. Was in diesem Auto ist, bleibt in diesem Auto. Richtig. Ich kann schweigen wie ein Grab. Das sagt der Richtige. Aber ja, wir wissen es ja nicht besser. Da heißt das, ich muss das rausschneiden? Richtig. Okay. Könnte da nicht irgendwo ein Zusammenhang sein und dass sie uns alle versuchen zu infizieren? Du meinst Außerirdische? Nein. Ah, okay. Ich glaube Echsenmenschen, soweit ich das verstanden habe, sind das Echsenmenschen. Ich meine das jetzt ernst. Ja, endlich blickst du es mal, dass da was seltsam war. Das hängt doch alles zusammen, oder? Damit erreicht er die Straße, in der Tyler Banks Apartment zu finden ist. Offenbar waren wir gerade auf einem guten Weg. Der Meister hat uns unterbrochen. Ist das jetzt deine subtile Art, uns zu sagen, dass wir entweder falsch liegen oder auf der richtigen Spur und du willst nicht, dass wir es weiterverfolgen? Das war meine Einschätzung, ja. Ich lege euch da keine Steine in den Weg. Darf ich mal Psychologie auf den GM werfen? Klar, aber das ist eine extreme. Okay. Ja. Ich glaube, das sagt dann alles. Ne? 94 bei 10. Und Francesco 90 ist auch... Ja. Lass es einfach sein. wirklich. Ich probier's auch nur. Hey! Aber nur eine schwierige leider. Ja, soll jetzt hast du einen Wurf vergeigt, ne? Das ist, ja, den kriegst einen du nicht Wurf, wieder. Den du heute hattest. Also besteht jetzt die Chance, dass derselbe Portier da sitzt. Wir gucken einfach mal. Den ich eine gegeben habe. Vielleicht haben die auch Wechselschicht. Es wäre natürlich gut, wenn der andere da wäre. Ja. Zwinker, zwinker. Aber wir werden es ja sehen, wenn wir reingehen. Ihr könnt ja einen Glückswurf machen. Gruppenglückswurf. Gruppenglück. Wer hat das höchste Glück? Nee, der mit dem niedrigsten muss dann werfen. Achso, ich dachte, wir werfen alle und gucken, wer die Mehrheit hat. Und Power ist nicht Glück, ne? Nicht? Ach stimmt, das war hier anders. Boah, ich hab eine 14. Und ich hab sogar den niedrigsten Wert. Nein, nicht ganz. Aber er hat eine 16. Hätte auch geschafft. Also ich hab das höchste Glück ausgezeichnet. Ich hab das niedrigste und ich hab's geschafft, wie es aussieht. Genau, okay. Ja, es könnte natürlich noch ein Dritter sein. Wer weiß, wie viele arbeiten. Die Herren? Und jetzt könnte ja mal unser Diplomatie-Charakter... seine Werte spielen lassen. Ja. Jacopo, mach. Okay, los geht's. Michael, hatten wir ihn gefragt? Doch, hat er, glaube ich, die Uhrzeit hat er mit gesagt und dass er mit einer Frau dann irgendwie unterwegs sei. Ja, okay, also das passt dann schon mal. Sonst muss ich mal schnell alle Folgen durchhören. Während Francesco unten die Treppen betritt, hört er von oben so ein Krachen und ihr beiden donnert in das Apartment rein. Uns ein entrüsteter Tyler Banks entgegengeschaut, oder? Das wär's jetzt. Ist noch wieder nach Hause gekommen. Hat die ganze Zeit unter dem Bett gelegen. Abenteuer zu Ende. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2017.